Und immer wieder. Ja, sorry für den harten Schnitt, aber die Folge schließt quasi direkt an die Ereignisse der letzten Folge an. Meine Erzählung ist nicht zurückgesehen zumindest. Ja, die Sache ist also wie gesagt nicht, dass es halt technisch nicht möglich ist, sondern nur, dass es halt noch nicht gemacht wurde, weil es halt sehr aufwendig ist. So, ich meine, alleine eine Person auszustatten, erstens muss ich erstmal eine Person finden, die doof genug ist, um was zu machen. Hallo hier. Digga, ich wäre Feuer und Flamme. Let's go. Aber sowas von. Also, wenn mich Elon Musk anruft, gut, das ist vielleicht nicht Elon Musk, der Typ ist ein bisschen sehr fragwürdig, was so die Sicherheit angeht. Aber ne, wenn sich da jetzt wirklich eine Firma findet, die sowas macht und ein paar Probanden braucht, Digga, ich wäre sowas von hyped. Let's go. Ja. Und dann, wie gesagt, also zum einen ist es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr teuer, weswegen es halt noch nicht wachsenmarkttauglich wäre. Und zum anderen, wie gesagt, natürlich auch so gerade das Problem mit wie zuverlässig ist sowas, gerade weil du halt nicht überall auf der Welt Internet hast, also guten Empfang hast, und für sowas bräuchtest du halt konstant gute Verbindung. Gut, ich meine letztendlich nicht wirklich, weil wenn dann mal kurz dein Overlay-Display ausfällt, ist das auch nicht so tragisch. Aber ja, wie gesagt, also technisch gesehen wäre es halt schon komplett machbar. Und das ist halt so dieses Faszinierende, wenn man mal bedenkt, so vor 10 Jahren, ja, ich meine, wir haben jetzt 2024, so 2014, da war von dem ganzen Thema, so, da hat man noch nicht mal davon geträumt. Versteht ihr so? Also, das war da nicht mal ein Thema. So, klar, in Science-Fiction-Filme schon lange, aber das war halt alles Science-Fiction. So. Ja, und das heißt, es ist wirklich innerhalb von 10 Jahren sind wir halt von einem Punkt gekommen, also KI und sowas gab es alles schon früher. Also die erste Entwicklung von KI gehen weit vor die 2000er. Dass wir es jetzt nur so extrem schnell erleben, ist, weil wir halt jetzt die Rechnerkapazitäten für sowas haben. Weil, ich meine, ne, ChatGPT-4 zum Beispiel, also GPT-4, braucht halt immense Rechenleistung. So, die Computer, die sie dafür brauchen, gab es vor 10 Jahren noch nicht. Also, selbst wenn die Art und Weise, sowas zu machen, schon da gewesen wäre, hätte man einfach nicht die Rechnerleistung gehabt, sowas auch so wirklich zu implementieren. Wie gesagt, die Sachen an sich, die Entwicklung und so in künstlicher Intelligenz, gibt es jetzt schon ewig. Also ich glaube, mindestens seit 1970 gibt's die ersten konkreten Forschungen dazu. Ich weiß jetzt nur nicht, ob 1970 oder 1960 oder so, aber auf jeden Fall so um 1970 gab es auf jeden Fall schon Forschungen zu der Thematik künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke und wie man mit ihnen agiert. Ja, aber bis vor 10 Jahren war das halt in der Öffentlichkeit absolut kein Thema, weil es halt noch so verkrüppelt war, dass man damit in der Praxis nichts wirklich anfangen konnte. Klar, es gab ein paar Schachcomputer, die einzelne Schachspiele abgezockt haben. So, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die Welt. Und wenn man mal bedenkt, was innerhalb der letzten 10 Jahre passiert ist. Und es ist ja wirklich ein Vorgang, der exponentiell explodiert. Also, wie gesagt, vor 10 Jahren war es noch gar kein Thema. So vor 5 Jahren, so kurz vor 2020, hat das Ganze dann angefangen, so Ausmaße anzunehmen, wo man sagen konnte, okay, das ganze Thema rund um KI nimmt langsam Gestalt an und wird auch für den Massenmarkt interessant. Na, auch da war von ChatGPT und so noch nicht die Rede. Aber bei, doch, ich glaube vor 5 Jahren, ich weiß gar nicht, wann ist denn GPT-3 rausgekommen? Weil GPT-2 gab es schon länger.
Aber ne, auch das konnte halt Sätze vervollständigen. Also nicht vervollständigen, sondern erweitern. Du hast ihm irgendwelche Wörter gegeben und der hat dann einfach weitere Wörter hinten reingeklatscht. So dass der Satz halt sich immer, ne, so, dass der Satz halt immer länger wurde. Oder der Absatz. Aber da konntest du halt noch nicht von Intelligenz sprechen, so. Sondern Intelligenz ist ja wirklich, du fragst was und er antwortet darauf. Und das gibt's erst seit GPT-3. Und das gibt's halt erst seit den letzten 5 Jahren. Das heißt, ne, vor 10 Jahren war von GPT, also von KI noch gar keine Rede. Dann seit 5 Jahren ungefähr ging's richtig los. Und heute ist KI überall. Ja? Alleine, wenn man sich mal umguckt im Play Store, wie viele KI-Girlfriend-Simulatoren es gibt. Ja? Also, weißt du, so vor, kann ich da rein? Kann ich da tanken? Nee, ne? Nee, das ist nicht zum Tanken. Wir müssen nämlich bald mal tanken. Achso, wir hätten hier reinfahren können. Habe ich von hinten gar nicht gesehen. Und machen wir das doch das. Können wir hier auch gleich mal das Fragezeichen abgreifen? Let's go. Kann man hier mal ordentlich? Ah, genau so. So hätte ich es gerne. Ja, ne, so vor 5 Jahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Also innerhalb von 5 Jahren, so rum, ist der Markt quasi komplett explodiert. Und auch das, was man sonst so mit KIs machen kann. So wie gesagt, GPT ist ja bei weitem nicht das einzige an KI, was es gibt. Ich zum Beispiel nutze auch privat sehr gerne dieses Will ESR ES. Ich kann nicht, wie es ausgesprochen wird, aber REAL, also Will und dann ESR GAN. Das ist zum Beispiel ein Framework, was halt das Hochskalieren von Bildern ermöglicht. Ja, und auch da ist genau das Gleiche. So vor 10 Jahren gab es sowas wie eine KI, die Bilder hochskaliert, nicht brauchbar im Internet. So vor 5 Jahren gab es dann so die ersten Webseiten, also ich erinnere mich zum Beispiel noch an jpeghd.com. Da habe ich damals, ne, auch viel Interesse drin gehabt, weil das halt eine Webseite war, konntest du halt Bilder hochladen und die Bilder wurden halt hochskaliert. Aber wie gesagt, das war halt nur so hier mal da was, da mal ein bisschen was. Also für den Otto-Normalverbraucher jetzt noch nicht wirklich greifbar, weil auch da brauchtest du riesige Rechner und riesige Leistung dafür und war halt teuer. Und jetzt innerhalb der letzten 5 Jahre sind halt die KIs, die du einfach so auf dem Rechner installieren kannst, die einfach so über die Grafikkarte laufen, explodiert. Wie gesagt, jetzt mit diesem Will ESR GAN, das kannst du halt wirklich auf jedem Rechner ausführen. Also du brauchst nicht mal eine Grafikkarte haben, die irgendwelche neuronalen Netzwerke hat, irgendwelche CUDA-Cores oder was auch immer genutzt wird, sondern jede fucking Grafikkarte ist dazu in der Lage. Du brauchst nicht mal eine Grafikkarte, du kannst auch einfach auf der CPU ausführen. Ist dann halt wesentlich langsamer, aber möglich. Und du kannst einfach auf dem lokalen Rechner eine KI ausführen lassen, also neuronales Netzwerk, was halt das Bild hochskaliert und zwar mit einem so guten Result. Also, ne, es ist nicht einfach, dass du das Bild vergrößerst, sondern es ist wirklich, wenn du Bilder hast, die du aus dem Internet gezogen hast, so ganz kleine Bilder, wo du kaum noch Details drin hast, schafft diese KI aus diesem Bild ein Bild zu erstellen mit der vierfachen Kantenlänge, also der 16-fachen Auflösung quasi, als Fläche. Und es sieht aus, wie als wenn das Bild schon immer diese Auflösung war. Wo du dir so denkst, so, der schafft es, aus Gebieten des Bildes Informationen rauszuziehen, wo du selber schon gar keine Informationen mehr erkannt hast. Und das ist halt, wie gesagt,
der Markt, den du mit KI abdecken kannst, egal wo du hinguckst, alles, also Bilderkennung, Bildskalierung, Textgenerierung, Textinterpretierung, das sind alles Sachen, die sind in den letzten 5 Jahren so unendlich explodiert. Und ich habe das Gefühl, dass es halt immer, immer schneller wird. Also es ist ein Vorgang, der exponentiell ansteigt von der. Also wer hat denn rausgekommen, ne? Ja, der hätten wir rumgemusst. Na egal. Komm, du schaffst es. Biege nach links ab. Und da bin ich halt so gespannt, wie sieht es in 5 Jahren aus? Oder in 10 Jahren. So, was wird da schon möglich sein? Wenn jetzt schon technisch gesehen uns die Welt offen liegt. Es ist einfach so. Ja. So krank letztendlich, dass jetzt schon die Möglichkeiten unerschöpflich scheinen. Ja, wir wissen jetzt noch nicht mal, was wir damit anfangen können. So viele Möglichkeiten haben wir damit. Und die Rate, in der neue Möglichkeiten dazukommen, beschleunigt sich auch immer weiter. Das ist halt wirklich etwas, wo man einfach sagen kann, wow. Warum bleibst du stehen? Jetzt fährt er los, weil ich nicht losfahre, na klar. Alles deine Schuld. Ja, und das ist halt etwas, wo ich mich halt super für interessiere, was da noch so alles kommt. Immer geradeaus. Das ist wirklich sehr interessant. Und ich meine jetzt, ne, wenn irgendwer sagt, aber sowas wie KI und so gibt es doch schon viel länger. So, ich meine, selbstfahrende Autos von Tesla gibt es ja auch schon viel länger. Arbeiten die nicht auch mit KI und so? Ja, aber das ist noch bei weitem nicht mit dem vergleichbar, was heute möglich ist. Also, wie gesagt, der Sprung in den letzten 5 Jahren ist einfach unfassbar. Und das Traurige ist halt, oder das, was halt so unbegreifbar ist, ist die Art und die Geschwindigkeit der Beschleunigung. Dass das, was jetzt in den letzten 5 Jahren passiert ist, wenn es jetzt passieren würde, vielleicht noch 2 Jahre gebraucht hätte. Das heißt, in den nächsten 2 Jahren wird sich das Thema KI nochmal mindestens genauso weiterentwickeln wie die letzten 5 Jahren. Das heißt, in 5 Jahren wird sich die Leistungsfähigkeit von KIs nicht nur verdoppelt haben, sondern mindestens verdrei- oder vierfacht haben. Und was, und wenn man dann hochrechnet, wie es in 10 Jahren aussieht, in 15 Jahren, in 20 Jahren, in 25 Jahren, in 30 Jahren, was in dieser Zeit alles passieren kann. Und das ist alles ein Zeitraum, der für mich halt noch komplett greifbar ist. So in 30 Jahren bin ich gerade mal 60. Ha? Das ist einfach. Ich meine, früher war ich relativ traurig, dass ich in der Generation geboren bin, die ich geboren bin, und hatte mir immer so gewünscht, so, ach, wäre ich doch mal bloß eine Generation früher auf die Welt gekommen, dann hätte ich so das Wachstum der Computer miterlebt, ne? Also sowas von damals die ganzen Konsolen für C64 und sowas alles, zu den heutigen Rechnern hätte ich dann mehr mitbekommen, selber. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, eigentlich bin ich doch genau in der richtigen Zeit groß geworden. Was halt für meine gesamte Generation gilt. Ne? Ich bin zu der Zeit groß geworden, wo die alten Errungenschaften, also
der Aufstieg der Computer noch greifbar für mich ist, wo ich noch Bezug zu den Anfängen habe, ne? Also sowas wie MS-DOS oder C64 habe ich selber nie aktiv mitbekommen, aber ich habe einen Bezug dazu und dementsprechend habe ich auch das Interesse dafür entwickelt und das Verständnis darüber erlangt. Ich weiß also, wie sowas funktioniert. Gleichzeitig bin ich aber zu der Zeit groß geworden, wo so die Revolution der Computer wirklich durchgesetzt hat. Also, ich meine, mittlerweile kann man ja mit dem PC alles machen. So. Inklusive 3D-Laubsägearbeiten. Und eben das nächste große Ding ist halt so die Verbindung von Computer und Mensch und vor allen Dingen das, was bei Computern noch kommt, Stichwort KI. Und das ist halt genauso in der Zeit, wo ich es aktiv mitbekommen habe, weil das, was davor war, sowas wie MS-DOS und die ganze Generation mit Spielekonsolen, ist alles technisch gesehen relativ einfach. Also, sobald du Elektrotechnik verstehst, verstehst du auch relativ schnell, wie ein C64 funktioniert. So, ein C64 programmieren könnte ich heute spielend. Ja, das Verständnis darüber zu erlangen, ist also nicht schwer. Das heißt, das aufzuholen, war ein Klacks. Jetzt bin ich in der Jetztzeit quasi angekommen beim Wissensstand. Ich weiß also auch, wie heutige Technik funktioniert, kenne alle also weiß, wie das alles angefangen hat und verstehe alles inhaltlich. Und kann mich jetzt wirklich auf das konzentrieren, was jetzt kommt. Das heißt, ich habe wirklich von so ziemlich Anfang, auch wenn ich das selbst nicht aktiv gelebt habe, trotzdem bis jetzt alles bereits verstanden. Und kann dementsprechend ja, mich besser auf das einlassen, was da noch kommt. Ne? Wenn ich eine Generation früher aufgewachsen wäre, dann hätte ich zwar so die Heimcomputer-Ära viel aktiver mitbekommen. Ne? Da wäre ich vielleicht sogar noch zu der Zeit groß geworden, wo man C64 hatte. Aber hätte mir letztendlich auch nicht viel gebracht. Klar, da hätte ich Zeit mit dem C64 verbracht. Okay. Aber was hätte mir das geholfen? So wie ein C64 funktioniert, weiß ich trotzdem. Ne? Also ne, kann man sagen, so okay, früher wäre zwar besser gewesen, aber hätte ich letztendlich 20 Jahre meines Lebens verschwendet. Weil das Wissen, was bis dahin angesammelt hat, konnte ich jetzt auch jetzt nachholen. Andererseits kann man das aber nicht endlos weit machen, ne? Weil die Generation, die nach mir gekommen ist, also ich bin da jetzt 30 und sagen wir mal, wenn ich jetzt 10 wäre, also ich 2014 zur Welt gekommen wäre, da war schon alles so hochtechnologisiert, dass du das nicht geschafft hättest, alles zu verstehen in der kurzen Zeit, um jetzt bereit zu sein für das, was jetzt kommt. Weil das Problem ist, als ich halt so die Welt kennengelernt habe, also die technische Welt, da war halt noch alles noch relativ verständlich und durchschaubar. Wie gesagt, du hast beim C64, weißt du genau, das funktioniert so und so, du hast die Schaltkreise, da ist der Prozessor, der kann diese und diese Befehle ausführen, greift dabei auf diese Bauteile zu, weil diese Signalspannungen dort anliegen. Du hast halt einen Kontaktcounter, der sich halt hochzählt, das heißt, du weißt genau, was im Arbeitsspeicher gerade abgeht, wie die Instructions gefetcht werden. Ja, also das sind alles Sachen, die du verstehen kannst, die du anfassen kannst und die du selber auch benutzen kannst, wenn du ne, ein Betriebssystem schreibst zum Beispiel. Ich habe auch damals mein eigenes Betriebssystem geschrieben. Konnte nicht viel, ne, Hand aufs Herz, also es ist kein Linux oder sowas. Bei weitem nicht. Aber ich habe trotzdem geschafft, einem Rechner meinem Willen aufzuzwingen. Und das ist schon mal etwas, was ja davon zeugt, dass ich das Grundkonzept an sich erstmal verstanden habe. Immer geradeaus. Aber wenn ich 20 Jahre später zur Welt gekommen wäre, dann wäre ich jetzt 10. Das heißt, ich würde jetzt erst anfangen, die Welt bewusst kennenzulernen
Und würde das aber zu einer Zeit machen, wo Computer mittlerweile so komplex sind, Stichwort UEFI, Stichwort irgendwelche, also mittlerweile hast du ja keinen Prozessor mehr, der irgendwelche Sachen ausführt, sondern du hast ja mehrere Ebenen, die miteinander interagieren. Du hast nicht mehr deinen Prozessor, der alles selber macht und auf alles zugreift, sondern du hast irgendwelche Sicherheitschips auf Rechnern, die halt im Hintergrund auch noch rumwerkeln. Du weißt noch gar nicht mehr, was genau alles passiert, weil du halt viele Komponenten im Rechner drin hast, die Blackboxes sind. Das heißt, nur der Hersteller weiß, was genau abgeht. Und alles, was du hast, ist ein Datenblatt dazu, so danke dafür. Also du kannst gar nicht mehr alles verstehen. Hast aber gleichzeitig so viel Wissen, dass du verstehen musst, dass es schwer wird, irgendwie einen Anfang zu finden. Aber wenn du jetzt in 2014 anfängst, von der Spitze anzufangen, dann bräuchtest du erstmal weitere 20 Jahre, um das alles zu verstehen, damit du bei der Jetzt ankommst. Das heißt, das, was in dieser Zeit dann wieder passiert ist, musst du wieder erstmal verarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, du hast riesige, schwierige Arbeit, das Ganze aufzuholen. Wissenstechnisch. Und deswegen ist halt so wirklich die Generation, wie ich zur Welt gekommen bin, eigentlich wirklich so die ideale Generation. Um wirklich alles vollständig verstehen zu können. Na? Und das ist halt, wie gesagt, die nächsten 30 Jahre, die ich vollständig miterleben werde, weil das so meine Blütezeit wird, von dem Wissenstechnischen. Und das ist genau die Zeit, die jetzt interessant wird. Ja? Weil bei Computern, da kann ich viel verrutschen. So, Computer ist letztendlich einfach nur ein Werkzeug, was halt komplett passiv ist. So, klar, die heutigen Rechner sind viel leistungsfähiger als vor 30 Jahren, so. Aber mehr als das hat sich halt nicht geändert. So, statt ein Röhrenbildschirm hast du jetzt drei Flachbildfernseher angeschlossen oder Bildschirme. Statt einem 4 MHz Prozessor hast du heute einen 6 GHz Prozessor mit 128 Prozessorkernen. Aber es ist letztendlich immer noch das Gleiche. Du führst immer noch deine Textverarbeitung darauf aus. Du hast immer noch deine riesigen Kalkulationen, die du darauf ausführen kannst. Das ist halt letztendlich, es wird zwar leistungsfähiger, aber es kommt nichts Neues dazu. Na? KI auf der anderen Seite. Dadurch, dass wir KIs, also dadurch, dass das so dynamisch ist, kann in den nächsten 30 Jahren wirklich alles passieren. So, keiner weiß, was passieren kann. Also, wie sich das Thema KI in 10 Jahren entwickelt hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das jetzt schon predikten kann. Na, und sowas hattest du halt bei PCs nicht. Klar, keiner wusste, ich weiß nicht, 1994, ne, ich meine, das typische Sprichwort, keiner wird mehr als 64 Kilobyte Arbeitsspeicher brauchen. Dass das Murks war, okay. Aber das sind halt alles Sachen, die können sich trotzdem in eine Richtung entwickeln. Wie gesagt, Computer können nur schneller werden. Oder besser werden. Von der Leistung her. Aber viel mehr kann halt nicht passieren. Bei KI steht alles offen. Gerade, wie gesagt, wenn du anfängst, verschiedene KI zu kombinieren. Weil ich meine, auf der einen Seite sagt man zwar immer wieder, ja, KIs können nicht denken, aber nur, wenn man es nicht möchte. Also, wie gesagt, Artificial General Intelligent ist noch nicht Stand der Technik, so, klar. Aber du kannst durchaus schon Maschinen bauen, die wesentlich mehr können, als sie jetzt können. Weil wir immer noch dabei sind, KIs als eigenständige Objekte zu betrachten. Obwohl man verschiedenste KIs problemlos kombinieren kann. Beispielsweise, ChatGPT ist ja in der Lage. Also, ich habe ja auch ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt. Und ich nutze zum Beispiel ChatGPT
um Geschichten zu spielen. Ne? Also ich sag ChatGPT, yo, hier ist eine ganz grobe Story, so, ich bin irgendein einsamer Wanderer, so in der Wüste, I don't know, ich spiele den Charakter, alles andere machst du so. Das heißt, ChatGPT kann sich eine Story ausdenken, alle anderen Charaktere ausdenken und ich lenke zwar die Story so ein bisschen, aber ChatGPT schafft auch eine Menge von sich allein aus. Ne, zum Beispiel, wenn ich eine Person scharf anspreche, dann weiß ChatGPT, dass der NPC sich erschreckt. Obwohl ich das selber nie gesagt habe. Oder aber, dass wenn ich ihn mit Messer bedrohe, dass der Charakter ängstlich reagiert. Oder angreift. Obwohl ich ihm das nie gesagt habe. Na? Das ist alleine von dem Wissen, was ChatGPT halt hat in dem neuronalen Netzwerk, weiß es, wie es sich verhält, wenn es nach seinem Wissen geht, das er erlangt hat. Das ist zwar letztendlich keine Intelligenz, man kann es aber schon nutzen, um zum Beispiel ChatGPT zu sagen, okay, ich habe eine Bilderkennung, also ne, eine KI, die halt Bilder interpretiert. Das, was interpretiert wird, wird dann an ChatGPT durchgereicht als Szenenbeschreibung und ChatGPT wird einfach aufgetragen, okay, ChatGPT, hier ist dein Szenario, was machst du? Und das, was ChatGPT dann antwortet, ob das nun intelligent ist oder einfach nur Wissen, was es abruft, ist in dem Moment völlig egal. Man fragt einfach ChatGPT, das ist das Szenario, was machst du? Und das, was ChatGPT dann antwortet, wird dann in eine KI geschleust, die aufgrund dessen, was die KI sagt, dann eine Maschine steuert. Und es gibt schon KIs, wo du sagen kannst, okay, du hast bestimmte motorische Motoren, also du hast ein Exoskelett zum Beispiel, oder einfach ein allgemeines Skelett, was halt über Motoren verfügt. Und das, wenn es bestimmte Aufgaben bekommt, diese auch ausführen kann, ne? Sprich also, wenn du einen Roboter hast und sagst, okay, du sollst von da nach da diesen Würfel transportieren, dann greift er den Würfel und läuft mit dem an Position B und legt ihn dort ab. Aber die Aufträge, die das Ding ausführt, kann ja auch von ChatGPT kommen. Na? Das heißt, du hast drei KIs. Eine, die das, was der Roboter sieht, wahrnimmt und interpretiert. Das interpretierte Bild wird dann an ChatGPT gegeben. Der sagt dann, was es daraufhin tut. Und das, was ChatGPT sagt, dass es tut, wird dann an eine KI übergegeben, die daraufhin den Körper steuert. Und schon hast du eine sehr interessante Kombination, sag ich mal. Obwohl die drei KIs für sich alleine komplett ungefährlich sind, kannst du damit schon doch sehr interessante Sachen machen. Weil gerade bei, also das Hauptwerk übernimmt dabei ja ChatGPT und der entscheidet ja, was er macht. Und das kannst du natürlich steuern. Du kannst ja ChatGPT sagen, okay, reagiere bitte auf die Sachen so, dass du Person X beschützt. Was heißt? Ich warte mal lieber bis zur nächsten Folge. Schon wieder spät hier. Gott, Alter, das ist ein interessantes Thema, Alter. Holy shit. Bis zur nächsten Folge.